Die Leute, die sowieso schon wenig Kohle haben, werden sich das Heizen im Winter nicht mehr leisten können. Letztendlich, wenn man das so ganz basal betrachtet, ist es ja eigentlich scheißegal, ob das Zeug jetzt aus Russland oder aus irgendeiner islamistischen Diktatur kommt. So, wir sollen schön diese gesamte Scheiße, die die Herrschenden provoziert haben, mit ihrem Krieg, mit ihrer verkorksten Energiepolitik und generell die Krisenhaftigkeit dieses Systems, das sollen wir schön ausbaden, während sie eben noch weiter davon profitieren können. Ihr seid dafür verantwortlich. Wir wollen ganz materiell wieder bezahlbar so ein verdammtes Grundbedürfnis wie Wärme in unserem Haus haben. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 74. Folge von Übertage sprechen wir über die aktuelle Diskussion um das Thema Gas. Das Thema Erdgas und die Situation mit der Versorgung hier vor Ort ist gerade in aller Munde. Alle politischen Parteien beschäftigen sich damit. Eigentlich wird medial tagtäglich darüber berichtet. Und jeder von uns hat es auch schon ganz direkt zu spüren bekommen. Zuletzt flatterte bei uns ein Brief zur Gaspreiserhöhung ein und wir waren auch schockiert davon, dass wir einfach jetzt doppelt so viel zahlen müssen. Und sicherlich geht es vielen von euch ähnlich. Das wird ein harter Winter für uns alle. Grund genug, dass wir uns dem mal annehmen, würde ich sagen, oder? Absolut, denn es ist ja mitnichten so, dass, wie das Schweigen der radikalen Linken dazu vermuten lässt, dass die Leute da wenig zu sagen haben, abseits von, oh, es wird alles teurer, mich stört das, sondern es gibt da ja verschiedene Positionen zu und es gibt auch viele Fragen, die diese ganze Diskussion aufwirft. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über die aktuelle Situation, die Diskussionen darum von verschiedenen Parteien, die Konsequenzen, die wir und unsere Klasse dadurch zu spüren haben, aber auch die Frage, wie kann das alles eigentlich vereint werden mit der Klimafrage und unserer Position. Aber beginnen wollen wir damit, was zu dieser Situation geführt hat und das Ganze natürlich in Kürze, da wir das auch schon an anderer Stelle in anderen Folgen abgehandelt haben. Ja, hört auf jeden Fall auch nochmal in unsere Folge, warum alles immer teurer wird, rein. Ich denke, was auf der Hand liegt, ist der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende sehr starke Reduzierung der Gasmengen, die von Russland an uns hier in Deutschland geliefert werden. Gas ist hier natürlich einer der Hauptkriegsmittel, würde ich eigentlich sagen, wo es ja die ganze Zeit in der Diskussion ist. Also wer wird jetzt mehr dadurch geschwächt? Wird jetzt mehr Russland dadurch geschwächt, dass sie eben ihr Gas schlechter absetzen können und eben diese ganze Nord Stream Geschichte eingedämpft ist? Oder leiden wir mehr darunter, weil wir nun mal jetzt unser Gas woanders zu beschisseneren Konditionen erwerben müssen? Das sind dann alles so diese Fragen, die sich natürlich hier drum drehen. Und ich denke, der Einfluss davon ist schon sehr groß, weil natürlich Deutschland speziell, auch viele andere Länder in Europa, haben einen Großteil ihrer Gaslieferung nun mal aus Russland bekommen. Und man kann ja auch vielleicht direkt dazu sagen, dass diese Gaslieferungen zu sehr günstigen Konditionen gelaufen sind, weil es nun mal mit einer direkten Pipeline sehr gut transportierbar ist. Das ist ja jetzt gerade eben das Problem, dass das Gas woanders her bezogen werden muss. Das dann eben nicht über Pipeline, sondern das wird dann, glaube ich, per Schiff angeliefert. Da entstehen dann natürlich wieder ganz andere Fragen und man kann natürlich auch an dieser Stelle direkt sagen, gut, ist es jetzt besser, Gas zu teureren Konditionen und dann einfach von anderen Regimen zu bekommen, vor allen Dingen natürlich dann aus dem Nahen Osten, von dann auch islamistischen Diktaturen oder eben aus Fracking-Beständen aus den USA, wo natürlich auch enorme Umweltschäden durch entstehen. Einfach nur, ja, letztendlich auf Grundlage von so einem eher moralischen Ding, weil letztendlich, wenn man das so ganz basal betrachtet, ist es ja eigentlich scheißegal, ob das Zeug jetzt aus Russland oder aus irgendeiner islamistischen Diktatur kommt. Letztendlich ist das einfach nur eine geostrategische Kriegsführung, die jetzt halt gerade natürlich läuft und deswegen ist diese Entscheidung. Und das führt natürlich auch auf einen zweiten Grund zurück, die Energiepolitik, weil da wurde sich dann, das wird ja jetzt auch immer so schön in den Medien aufgebaut, ziemlich verpokert, dass dann eben alles auf Russland gesetzt wurde. Ist ja noch die Frage, ob man das Verpokern nennen kann, aber jetzt in der aktuellen Situation bedeutet das auf jeden Fall einen großen Teil der Folgen, die wir jetzt zu spüren bekommen. Ja, aber du hast es ja auch schon gesagt, das kam eben nicht von ungefähr. Das war ja nicht nur die Einfachheit eben durch die Pipelines,
weswegen es einfach günstiger ist, als das eben, sei ja gerade auch gesagt, über Schiffe, also über Flüssiggas, Erdgasterminals, das dann hier hingeschafft wird. Wobei man da auch sagen muss, es ist zwar günstiger, aber Pipelines haben auch einen recht hohen Schwund, was Erdgas angeht, wenn es dann eben geliefert wird. Warum das dann bei Flüssiggas teurer ist, könnt ihr nochmal bei anderer Quelle besser nachlesen. Das hat dann was damit zu tun, dass eben das Verfahren zum Flüssigmachen und wieder in die Gasform zurückzubringen einfach energieintensiv ist. Sondern dass es auch so war, dass Russland einfach unfassbar gute Konditionen gegeben hat im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern. Also das russische Gas war auch abseits von dem, wie es geliefert wurde, einfach sehr, sehr billig. Und das war natürlich ein Deal, den die europäischen Mächte nicht ausschlagen wollten. Natürlich auch in ihrer nach und nach Selbstbehauptung auf der imperialistischen Weltkarte auch gegen die USA, dass man natürlich auch ein europäisches Gegengewicht schaffen wollte. Und da dachte man dann sicherlich zu einem gewissen Grad, dass man da einfach Russland einschätzen kann und Russland auch einhegen kann und darüber dann ein unabhängigeres Europa schaffen kann in der Energiepolitik von den USA, was jetzt dann in der Neupositionierung gegen Russland eben einfach ein bisschen nach hinten losgeht. Ja, und auch so noch zu der Energiepolitik ist ja einfach dann zu sagen, dass sehr stark darauf gesetzt wurde, einfach anstatt sich über andere Möglichkeiten Gedanken zu machen, eben Solar auszubauen zum Beispiel, was ja eigentlich massiv wieder beschnitten wurde. Ich erinnere mich noch, dass es da so eine Phase gab, wo das subventioniert wurde und wird es natürlich immer noch zu einem gewissen Grad, aber ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass auch einige deutsche Unternehmen kaputt gegangen sind aus der Solarbranche. Ich habe jetzt nicht mehr die genauen Hintergründe im Kopf, aber vielleicht weißt du da noch zu mehr. Das war, glaube ich, primär wegen der chinesischen Konkurrenz, ja. Dass eben China ja sowohl auf dem Windenergiemarkt als auch auf dem Solarmarkt in eine starke Konkurrenz mit Deutschland getreten ist und sich da behaupten konnte. Aber das ist ja trotzdem eine Frage auch vom politischen Willen zusätzlich, weil man kann ja auch andere Sektoren retten, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Lufthansa-Geschichten oder so, die dann halt pleite gehen oder in anderen Bereichen Bankenrettung und sonst irgendwas. Also das ist ja möglich, auch dann regulierend in so einen Markt einzugreifen. Und der politische Wille ist ja offensichtlich da auch nicht da, mit vollem Kurs in eine andere Energiepolitik, in eine unabhängige Energiepolitik, die auf eben vor allen Dingen ökologischen Grundsätzen basiert, zu gehen. Und das ist natürlich dann auch eine Konsequenz, die man sich daraus zieht, weil die Unabhängigkeit ist natürlich dann ein wichtiger Baustein, warum man jetzt in die Situation halt hineinschlittert. Natürlich kommen auch noch so andere Sachen da mit hinzu, wie Abschaffung von Atomkraft und so, was dann aber nicht adäquat ersetzt werden kann. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich noch ein wichtiger Punkt und das muss man vielleicht jetzt auch nochmal vorwegnehmen, wenn wir eben über Erdgas sprechen. Erdgas wird einfach der wichtigste Energielieferant in der Zukunft für Europa sein und primär für Deutschland auch werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Prognosen aussehen, aber es wird ja angenommen, dass die Hälfte des Energiebedarfs in Deutschland über Erdgas gedeckt werden soll und auch alles, was man eben von PolitikerInnen dazu hört und auch von der Wirtschaft, scheint genau in die Richtung zu gehen. Denn auch vieles andere eben in Deutschland ist auch auf Erdgas eingestellt. Denken wir alleine an das Heizen, was ja häufig auch unterschätzt wird, wenn man in der deutschen Diskussion ja primär eben über Strom spricht, wenn es um die Energiewende geht. Aber Heizen ist da ein ganz zentraler Bestandteil. Ich weiß auch nicht mehr die genauen Zahlen, deswegen lest das auch gerne alles nochmal genauer nach. Vielleicht suchen wir euch auch nochmal ein paar Statistiken dazu raus und packen die in die Beschreibung dazu. Aber ich meine, dass ein Drittel des deutschen CO2-Ausstoßes über das Heizen kommt. Und das ist ein total unterschätzter Punkt. Und woher kommt eben primär die Energie, die wir fürs Heizen nehmen, weswegen wir jetzt auch alle so sehr unter dieser ganzen Scheiße leiden? Eben aus Erdgas. Und deswegen muss man wirklich sagen, das ist ein ganz zentrales Feld, wo jetzt eben Energiepolitik in Deutschland gemacht wird. Du hast es schon gesagt, man hat sich unter der Regierung Merkel dann für den Atomausstieg entschieden. Das wurde primär auch durch Erdgas dann ersetzt. Und so wird es jetzt auch in der Zukunft weitergehen, wenn Kohleverstromung nicht mehr so rentabel ist und man auch wegen der erhöhten CO2-Emissionen im Gegensatz zu Erdgas das dann nicht mehr fahren möchte, wird Erdgas der Ersatz sein, weil man eben nicht den Willen hat, erneuerbare Energien in dem Maß auszubauen oder da, was eben im Endeffekt der Hauptgrund dahinter ist, weil es ist ja nicht nur irgendwie eine moralische Frage von, nehme ich jetzt das eine, nehme ich das andere, wo leiden die Menschen mehr oder weniger drunter, sondern es liegt ja auch einfach daran, Gas hat einen sehr praktischen Vorteil und das ist die nicht vorhandene Wetterabhängigkeit im Gegensatz zu erneuerbaren Energien und auch das einfach direkt anknipsen im Gegensatz zu Kohleverstromung oder anderer fossiler Verstromung. Gaskraftwerke sind
sehr schnell zu schalten und können einfach zu und wieder abgeschaltet werden. Ja, und der dritte Grund ist jetzt einfach so ein bisschen allgemeiner gesagt, die Krise, in der sich dieses kapitalistische System befindet, was natürlich jetzt nicht nur der Kriegszustand ist, sondern auch allgemein die gesamte ökologische Situation, in der sich unser Planet befindet, die gesamte Corona-Pandemie und verschiedene andere Faktoren, die da also mit reinspielen, die wir auch an verschiedener Stelle im Podcast behandelt haben. Und das ist, denke ich, dann so ein Konglomerat aus diesen drei Punkten, vor allen Dingen dem Krieg, der Energiepolitik und der allgemeinen Krise dieses kapitalistischen Systems. Ja, und ich würde sagen, damit können wir dann auch gut überleiten, wie eigentlich die aktuelle Diskussion darum ausschaut und was es da für unterschiedliche Positionen von den an der Diskussion teilnehmenden Parteien gibt. Ja, ich glaube, das wirklich Prägnanteste, was ja so auch von der Bundesregierung und eigentlich von fast allen Parteien querbeet, jetzt außer wirklich so, ja, die Linke und AfD, richtig nach vorne gebracht wird, ist dieses Frieren gegen Putin. Und das ist ja wirklich wortwörtlich. Also da gibt's ja wirklich ganze Plakatkampagnen, die eben dazu aufrufen, zu sagen, ja, tau doch dein Gefrierfach ab, wasch doch deine Wäsche nur noch bei so und so viel Grad und so weiter und so fort. Also wo wirklich da versucht wird, auch mit ganz abstrusen Sachen noch, was war das noch alles, dass man Videos nicht mehr in einer bestimmten Qualität gucken soll, weil das halt eben so viel Energie frisst, ja. Das habe ich noch nicht gehört. Also, wo dann wirklich Politiker gesagt haben, ja, schaut dann halt doch die Videos, die ihr da schaut, in geringerer Qualität, weil Internet zieht ja so und so viel Energie und so weiter. Solche Debatten sind da ja wirklich am Werk. Die Zielrichtung davon ist ja ganz klar, dass wir eben als ArbeiterInnenklasse sollen den Gürtel enger schnallen. So, wir sollen schön diese gesamte Scheiße, die die Herrschenden provoziert haben, mit ihrem Krieg, mit ihrer verkorksten Energiepolitik und generell die Krisenhaftigkeit dieses Systems, das sollen wir schön ausbaden, während sie eben noch weiter davon profitieren können. Weil realistisch gesehen ist es ja so, dass in Krisensituationen die Herrschenden und viele, viele Teile der Kapitalistenklasse noch gestärkt daraus hervorgehen und noch mehr Reibach machen können, weil sie sich eben angeschlagene Teile von der Wirtschaft unter den Nagel reißen können, weil sie dann zum Beispiel so eine Situation ja auch, wie wir alle mitbekommen haben, ausnutzen können, dass sie, obwohl sie vielleicht teilweise gar nicht die Preise unbedingt erhöhen müssten, weil sie zum Beispiel wie im Bereich von Benzin, wo das dann ja auch stark subventioniert wurde, einfach trotzdem die Preise höher lassen, einfach weil sie damit mehr Rendite dann erzielen können. Und das sind dann alles solche Dynamiken, wo wir dann also das ausbaden sollen und die da oben so schön, wie man so schön sagt, dann einfach weiter ihre Scheiße machen und eben nicht den Gürtel enger schnallen sollen. Ja, und ich würde sagen, es ist da nicht nur eben eine Frage von Krise, sondern es ist auch eine Frage einfach von Kriegsmobilmachung. Ja, Nationalismus. Ja. Das haben wir ja schon mal auch in der Folge zu eben russischem Imperialismus oder eben medialer Darstellung, Medien und der Ukraine-Krieg behandelt. Aber es ist ja wirklich dieses Frieren gegen Putin oder schaltet eure Videoqualität runter, was du gerade angesprochen hast. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass das, was einem direkt da in den Kopf springt, so Plakatkampagnen aus dem Zweiten Weltkrieg waren. À la Ölsparen in den Vereinigten Staaten von wer Vollgas fährt, fährt mit Hitler oder ähnliches. Das ist ja eben genau das. Da muss man wirklich sagen, das, was da jetzt gemacht wird und was Leute auch willentlich, wo sie ja sogar sagen, die Regierung geht da eigentlich gar nicht hart genug mit seinem Volk in Gericht. Das, was da gemacht wird, ist eine Regierung nimmt ihr Volk, über das sie eben Herrschaftsanspruch hat, für die imperialistischen Interessen in Beschlag gegen jetzt die Russische Föderation. Da sagt man halt, ja gut, dann soll doch eben das Volk frieren und sparen, damit wir jetzt eben unser Kriegsinteresse da durchsetzen können. Und das Ganze wird einem dann eben noch als moralischer, pazifistischer Feldzug für die arme, gebeutelte Ukraine verkauft. Genau das ist es aber nicht. Das ist Krieg, was da gemacht wird. Das wird ja immer so schön geredet und anders gesehen, weil das jetzt eben wirtschaftliche Kriegsführung ist, aber das ist genau das Gleiche, nur eben mit anderen Mitteln. Ich finde es nebenbei dann auch witzig, wie die russische Propaganda wiederum dann darauf anschlägt. Da wird dann ja eben das so überspitzt dargestellt. Also in der russischen Propaganda wird dann zum Beispiel davon geredet,
dass hier dann dazu aufgerufen werden würde, sich nur noch an bestimmten Körperstellen zu waschen oder so. Also dass man dadurch eben dann auch Russland bekämpfen könnte, dass man sich jetzt nur noch im Intimbereich oder so unter den Achseln wäscht und ansonsten den Rest des Körpers halt eben offen lässt. Also da wird natürlich auch dann darauf eingegangen und das wieder überspitzt. Und da sieht man eben, dass halt so beide Seiten natürlich auch in dieser Thematik sich so hochschaukeln und darum natürlich auch Russland seine Machtstellung darstellt. Hier, guck mal, jetzt, wenn wir halt den Gashahn abdrehen, dann ist da Land unter und so. Das mächtige eigene Profil halt wieder als starkes Russland eben stärken. Und das sollte uns wirklich zu bedenken geben, diese Dynamik da von beiden Seiten, gerade um dieses Thema. Und das zeigt auch, wie relevant es ist, wie auch sicherheitspolitisch relevant das ist. Das ist vielleicht auch noch so ein weiterer Punkt von der aktuellen Diskussion, dass Politiker ganz offen darüber reden, wir werden im Winter wahrscheinlich irgendwelche Volksaufstände haben. Das ist halt eine ganz normale Prognose jetzt. Das wird wahrscheinlich passieren, das sagen wir ja auch schon die ganze Zeit. Deswegen rufen wir auch immer wieder dazu auf, zu sagen, wir müssen jetzt endlich ins Handeln kommen. Aber alle bereiten sich eigentlich darauf vor, weil wir nun mal auf diese krasse Situation zulaufen. Und das heißt, es ist halt auch ein krasses sicherheitspolitisches Thema, wo sich alle Seiten auch darauf vorbereiten eigentlich, was jetzt eben passieren wird gesellschaftlich mit dem gesellschaftlichen Zusammenhang und so weiter. Und dieses Frieren gegen Putin ist halt eben auch ein Mittel, das dann natürlich möglichst befriedet zu halten, diese Situation, dass die Leute eben sich nicht allzu sehr darüber aufregen, nicht auf die Straße gehen, nicht probieren, dagegen aktiv zu werden und die Herrschenden zu zwingen, halt Zugeständnisse zu machen, was das Thema angeht, sondern lieber sich dann einfach zu sagen, ja, das ist eigentlich was Gutes und was Wichtiges, was wir hier machen, dass wir das hier ertragen müssen, diese Situation. Ja, und so hat es natürlich immer funktioniert, eben dem Ganzen eine Art moralischen Sinn zu geben, sei es jetzt eben dann in der Mobilmachung gegen einen anderen Staat oder es gab ja auch schon in Krisensituationen eben dann gerne so Metaphern von, wir sitzen hier alle im selben Boot und müssen da halt zusammenhalten. Dass das eine Illusion ist, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch und das haben wir auch in unterschiedlichen Folgen ja schon gesagt, was wir zu dem Ganzen denken. Aber es gibt natürlich auch da eben noch eine andere Seite der Medaille, die nicht sagt, der Grund für die Gasknappheit und für das, was wir jetzt da erdulden müssen, ist der Russe, der uns einfach den Hahn zugedreht hat, beziehungsweise dem wir den Hahn dann aus Eigenwillen abdrehen, damit er eben damit nicht seine völkerrechtswidrigen Kriege finanzieren kann, sondern die eben sagen, ja, es ist ja die Bundesregierung, die daran schuld ist, weil sie eben mit Russland die ganzen Verträge und Beziehungen gekappt hat. Und eigentlich wollen wir doch russisches Gas, wir wollen Nord Stream und darüber dann eben wieder die Versorgung bereitstellen wollen und damit auch solche Volksaufstände dann verhindern wollen. Ja, also das sind dann eben vor allen Dingen halt eben die AfD, ne, die halt sagt, hier, wir wollen die Pipeline wieder, dass sie wieder freigegeben wird. Das ist natürlich dann, wenn man so will, einfach ein Spiegelbild von einer falschen Herangehensweise und von einer falschen Diskussion an der Stelle. Ja, absolut. Das ist, würde ich jetzt nicht sagen, nur die AfD, die ist auf jeden Fall der bedeutendste Player da, aber es gibt auch von Teilen eben von der sozialdemokratischen Linken, also geringe Teile der SPD, die dann auch noch zu Schröder halten als eine der scheinenden Figuren da von deutsch-russischer Völkerfreundschaft oder eben Teile von der Partei Die Linke oder dann auch kleinere Anteile von eben sozialdemokratischen Kleinstparteien wie dann eben der DKP. Aber zu der ganzen Frage muss man ja auch sagen, irgendwo muss im Endeffekt das Gas herkommen. Wir können natürlich jetzt auch einfach hier so eine Position vertreten von, ja, wir müssen das doch einfach jetzt alles eben für den Winter nochmal umstellen, einfach ein paar mehr Windkrafträder bauen und ein bisschen Geothermie anzapfen und dann stehen wir das schon alle super durch, aber so ist es ja nicht. Die ganze Infrastruktur ist eben darauf ausgerichtet. Da ist es natürlich so, dass man sich einfach die Frage beantworten muss, woher soll eben das Gas kommen? Aber genau das, was du sagst, scheint ja wirklich auch teilweise dann die Position von einem weiteren gesellschaftlichen Player, also so einer radikalen Linken und radikalen Ökobewegung eben zu sein. Also dass man einfach ins Blinde hinein sagt, gut, ist doch jetzt eigentlich super, super Chance, jetzt ist hier die ganze Gaspipeline da mit Russland stillgelegt und jetzt müssen wir auch gegen die anderen Gasvorkommen da vorgehen und da einfach sagen, ja, ist doch jetzt eine super Chance, da jetzt nochmal richtig in die Kerbe zu schlagen. Und da fand ich eine aktuelle Studie ganz interessant. Da haben 40.000 Befragte dran teilgenommen zu der Frage des Klimawandels und wo wirklich dann 76-94% das als ein wichtiges Problem gesehen haben. Keine Ahnung, wie dieses von bis da zustande kommt, aber auch wirklich wollen dann, dass die Regierung das bekämpft. Aber eben entscheidend
finden, dass das Ganze mit sozialer Gerechtigkeit verbunden ist. Und das ist doch eigentlich auch das, was sich die radikale linke Umweltbewegung auf die Fahne schreibt, Klimagerechtigkeit. Das ist eigentlich eine zentrale Begrifflichkeit. Aber ich kann leider Gottes einfach nicht sehen, wie das bis auf Transparenten oder so real in der Wirklichkeit dann umgesetzt wird. Weil auf der einen Seite haben wir diese ganzen Verrückten von der letzten Generation auf der Straße, die halt einfach die ganze Zeit den Autoverkehr blockieren und weiter die Arbeiterinnenklasse abfacken. Und auf der anderen Seite haben wir eine, ja, doch ziemlich sehr passive Radikal-Linke, die bis auf ganz wenige Mobilisierungen zu diesem Thema einfach nichts macht. Und da muss es einfach doch jetzt darum gehen, dann diesen Anspruch, der auf irgendwelchen Transparenten umgesetzt wurde, von Klimagerechtigkeit, dann auch wirklich zu probieren umzusetzen. Und das wäre letztendlich auch unsere Position dazu, dass wir jetzt also gucken müssen, was gibt es also für Wege? Ich meine, klar, wir können jetzt halt, wir sind weder in der Position, noch ist es sinnvoll, jetzt so ein klares Szenario zu malen, weil es gibt keinen richtigen Weg, gerade im Kapitalismus, wie man diese Situation lösen kann. Das ist ja klar. Und wir werden uns jetzt sicher als über Tage hinsetzen und sagen, ja hier, wir sollten so und so viel Prozent von Russland nehmen und dann so und so viel daher nehmen von dem Gas und dann möglichst probieren, das mit erneuerbare Energien zu pushen oder was auch, das macht ja keinen Sinn. Da sind wir gar nicht in der Lage dazu und so weiter. Nämlich, was unsere Aufgabe an der Stelle ist, ist genau jetzt das zu pushen, zu sagen, wir brauchen jetzt soziale Gerechtigkeit, wir müssen jetzt von oben nach unten umverteilen. Es kann nicht sein, dass wir die Kosten dieser Krise tragen müssen und gleichzeitig müssen wir das verbinden mit, dass es nur funktioniert, auch soziale Gerechtigkeit auf Dauer nur funktioniert, wenn wir jetzt eben ökologisch umschwenken. Aber das ist halt auch kein Prozess, den man einfach so von heute auf morgen umschalten kann, sondern das braucht halt auch einen Prozess, aber den müssen wir halt auch radikal mit Druck von unten begleiten. Und diese Kombination, die müssen wir halt hinkriegen. Denn das Ganze hat ja auch, wie wir schon am Anfang angeschnitten haben, auch aus unserer eigenen Position einfach ziemliche Konsequenzen für unsere Situation und das heißt auch für die Situation unserer Klasse. Wenn wir uns das so anschauen, wird es so sein. Die Leute, die sowieso schon wenig Kohle haben, werden sich das Heizen im Winter nicht mehr leisten können. Und das heißt nicht einfach nur, wie das immer so schön dann mal dargestellt wird, oh nein, der fette Westeuropäer kann jetzt nicht mehr im Winter heizen und muss da mal eine Decke dazu nehmen. Das heißt es nicht, denn was häufig auch dabei vergessen wird, frieren im Winter heißt für die, die sowieso schon am schlechtesten in dieser Gesellschaft dastehen, auch gesundheitliche Folgen. Wir werden nicht massenhaft Leute haben, die jetzt in ihren Wohnungen erfrieren, weil sie sich das Heizen nicht mehr leisten können. Nein, das ist Quatsch. Aber wir werden deutlich mehr Tote durch eben Krankheiten haben, weil es einfach da den Zusammenhang gibt zwischen geschwächtem Immunsystem und weniger Heizen. Wir werden mehr Leute haben, die Schimmel in den Wohnungen haben, weil der bei der Feuchtigkeit dann gut wächst. Das sind alles Probleme, vor dem wir stehen werden. Und das alles, das muss man ja jetzt dazu sagen, wir haben jetzt schon lange nicht mehr über die Corona-Thematik gesprochen, aber das alles eben immer noch in einer Situation, in der die Corona-Pandemie noch nicht beseitigt ist. Und deswegen ist es eben nicht einfach nur, wie es dann moralisch aufgeladen wird, ein kleines Wohlstandsproblem von ziehe ich jetzt ein Pulli an und lege mir eine Decke drüber oder ziehe ich zwei Pullis an und eine Mütze und lege mir dann eine Decke drüber, sondern ganz konkret auch eben eine lebensgefährliche Situation für viele Menschen. Neben dem, dass sie dann im Rest des Jahres immer noch weniger Kohle haben. Und was ist das überhaupt für eine perfide Situation, dass wir ja wirklich hier kämpfen müssen, auch innerhalb der Linken, das zu argumentieren, warum jetzt also diese Situation so dramatisch ist, auch gerade für unsere Klasse, und warum das eben kein Wohlstandsproblem ist. Ich finde das sowas von verrückt. Ich meine, Deutschland ist ein reiches Land, okay, aber Deutschland hat halt auch einer der größten Niedriglohnsektoren in Europa mittlerweile. Deutschland ist halt nun mal ein Land, wo die Schere zwischen Arm und Reich massiv auseinandergeht, wenn da von Wohlstand geredet wird. Weil klar ist natürlich der Unterschied zwischen einem Hartz-IV-Empfänger in Deutschland und einem Bauern in Somalia ein Unterschied da, aber Armut ist halt doch trotzdem ein extrem relevantes Problem und wir können doch halt diese Zustände, wenn wir halt gerade von so einem reichen Land ausgehen, nicht mit den Zuständen in Somalia 1:1 gleichsetzen oder vergleichen. Wir müssen doch sehen, was dann Armut für die Menschen hier bedeutet, für unsere Klasse hier bedeutet. Und daran müssen wir doch auch unsere Kämpfe anpassen. Und das kann ich nur immer wieder sagen, das haben wir auch in der Folge zu Warum immer alles teurer wird gesagt. Ich denke mir halt wirklich, was dann halt die Linke teilweise, also ihr seid doch auch davon betroffen.
Ist das euch egal oder habt ihr da keinen Drang, irgendwie aktiv zu werden? Seid ihr nicht wütend? Wollt ihr nicht was gegen diese Zustände machen? Das verstehe ich halt eben nicht. Was ja auch noch dazu gesagt werden kann, ist, dass es vielleicht dann trotzdem noch einige Leute aus unserer Klasse gibt, die vielleicht ein bisschen glücklich sind in der Situation, weil sie zum Beispiel wie in Ostdeutschland noch viele Leute einen Kohleofen haben. Da hatten wir letztens auch eine Reportage drüber gesehen, dass eben Kohle jetzt wieder so ein bisschen am Kommen ist, natürlich speziell für diesen Winter, und dann einfach viele sich eingedeckt haben. Und damit kann man natürlich auch, wenn man so einen Kohleofen hat, noch echt gut jetzt über die Runden kommen über den Winter. Aber das betrifft natürlich nur wenige auch und ist natürlich auch eigentlich eher so ein Notbehelf. Ja gut, keine Ahnung. Was ist das denn nur? Ich weiß jetzt auch nicht, wie irgendwie es aktuell auf dem Heizölmarkt aussieht. Das macht ja, glaube ich, auch immer noch irgendwie 20% oder so von dem Heizen allgemein, vor allem wenn man auf dem Land aus. Da kann es natürlich auch noch Unterschiede geben und sicherlich gibt es auch schon ein paar Leute, die sich wie in den Vereinigten Staaten üblicher Wärmepumpen installiert haben, die man dann als Klimaanlage und Heizung im Winter eben über Strom betrieben nutzen kann, was ja auch, wenn wir eben so eine Wärmewende fordern, sicherlich auch einer der zentralen Punkte sein wird, dass eben nicht mehr über Gas im Haus selber geheizt wird, sondern eher dann über ein zentrales Verteilersystem mit Gas oder eben über Strom wie mit den Wärmepumpen, weil es auch einfach im Sommer wärmer wird. Das muss man ja auch sagen. Nur Solarenergie. Es wird halt in beiden extrem schlimmer. Aber um nochmal auf die Situation unserer Klasse zurückzukommen, eine Position, die wir natürlich dabei auch nicht vergessen dürfen, und das ist ja auch das, was dann schnell mal als Vorwurf kommt, wenn es dann eben darum geht, dass hier eben thematisiert wird, dass die Leute im Winter frieren, auch von den Leuten, die da moralischer dran gehen. Und das ist natürlich die Situation von den vom Imperialismus betroffenen ärmeren Ländern. Klar. Aber da muss man auch sagen, so wie die Situation jetzt ausschaut mit dem Gas, was dann eben flüssig geliefert wird und die ganze beschissene Infrastruktur, die aufgebaut wird, weil das ist auch das verdammte Problem. Da werden wir auch gleich ja nochmal zu übergehen, zu eben der Vereinbarkeit von der Klimafrage und der Position, die wir jetzt hier fordern, dass diese Infrastruktur, die jetzt gebaut wird, auch einfach bestehen bleiben wird, weil sie sich eben rentieren muss. All das, was jetzt da an Flüssiggasterminals gebaut wird und damit auch eben ein Ausbau von Gasinfrastruktur hier in Deutschland und von der Nutzung davon, muss sich rentieren und wird deswegen auch bestehen bleiben. So, und dann schauen wir uns doch mal an, wenn man jetzt eben primär jetzt dieses Flüssiggas aus den Fracking-Beständen von den USA liefern lässt, wen betrifft denn diese Scheiße vor allem mit den ganzen Umweltfolgen? Das sind eben die indigenen Communities in den ländlichen Vereinigten Staaten und es ist die Arbeiterklasse vor Ort, die darunter leidet, die unter diesen ganzen Umweltfolgen leidet. Genauso sieht's dann eben mit den Staaten aus dem Nahen Osten, wo dann vor allem eben von geliefert wird, mit Kuwait, Katar etc. Das sind ja vielfach auch, muss man fast so sagen, einfach Sklavenhalterstaaten, in denen massig eben verarmte Arbeiter aus vor allem Südasien eben hergebracht wird und dort dann die Arbeit für die herrschende Elite verrichtet. Diese Position dürfen wir dann nicht einfach rausnehmen und auch nicht hier einfach nur Standortpolitik betreiben, sondern das muss natürlich mitgedacht werden. Aber so wie ich es jetzt sehe, ist es nicht so, dass einfach nur ein, okay, wir gehen einfach allgemein gegen eben Gasversorgung hier vor und sagen, ja, puh, ja, dann schauen wir mal, was da eben warum kommt, dass das eben mehr diese indigene und antiimperialistische Position einbezieht, als das, was wir uns hier vorstellen. Das kann ich euch mit großer Sicherheit sagen. Wenn wir einfach nur drauf scheißen und sagen, ja, frieren gegen Putin oder einfach nur Gasinfrastruktur weg und dann mal schauen, was dann kommt, das ist das, was die Leute hier vor Ort vor allem in dieses Standortdenken reintreiben wird und was die Leute hier vor Ort sagen lassen wird, ja, na gut, dann so ist halt die Welt. Dann müssen die Leute halt vor Ort eben schauen. Wir brauchen hier unser Gas, weil wir im Winter nicht frieren wollen. Wir müssen es schaffen, diese antiimperialistische Position und auch diese Position der Menschen, die aus den Förderländern vor allem davon betroffen sind, diese indigene Perspektive mit der Arbeiterklasse hier in Deutschland zu vereinen und dort eine Position herauszuarbeiten, mit der wir gemeinsam diesen Kampf führen können. Noch ein letzter Punkt zu Konsequenzen der Situation für unsere Klasse ist natürlich auch, dass es nicht nur diese ganz direkte Preiserhöhung beim Heizen oder so jetzt geben wird, sondern diese Tendenz, dass alles eben teurer wird, weiter bestehen bleibt. Weil natürlich, wenn Gas in Deutschland teurer wird, dann
betrifft das natürlich auch die Wirtschaft und die ganze Produktion. Da hängt ja alles dann eben dran. Das ist nicht irgendwie isoliert zu betrachten und ist jetzt nicht so eine Sache von, gut, wir zahlen halt ein bisschen mehr fürs Heizen und fertig, sondern im Prinzip sind alle Bereiche der Gesellschaft davon betroffen. Auch in diesem Bereich wird das natürlich auf uns abgeladen und nicht sonst wo. Also das heißt, die Produkte werden wahrscheinlich einfach teilweise schlechter, wird weniger sein, je nachdem, was man bekommt, und es wird eben teurer. Und das ist ein Trend, der sich eben fortsetzen wird, solange diese Situation mit den Gaspreisen anhält. Gut, kommen wir dann noch zum Punkt der Vereinbarkeit mit der Klimafrage und unserer Position. Weil natürlich, wir sprechen jetzt hier darüber, letztendlich geht es uns ja darum, dass wir wieder für den Moment erstmal günstigere Gaspreise haben. Das wäre natürlich gut, das ist letztendlich auch unsere Position, weil das halt die einzigste soziale Position ist, die es gerade eigentlich unserer Meinung nach gibt. Aber da kann man natürlich sagen, gut, wie ist das mit der Klimafrage vereinbar? Wir haben ja schon ein bisschen darauf geantwortet oder das angeschnitten. Und ich denke wirklich, dass es als Ausgangspunkt erstmal darum gehen muss, das in zwei Bereiche zu unterteilen. Also auf der einen Seite, dass man guckt, was ist im Jetzt, wie können wir jetzt möglichst sozial diese Frage beantworten und wie können wir mittelfristig eben uns sehr stark in Richtung des Klimaschutzes eben bewegen. Und da ist natürlich der Punkt, den du auch schon genannt hast, mit, dass es nicht die Antwort jetzt sein kann, eigentlich noch weitere Infrastruktur zu schaffen, was ja leider passiert durch dieses Umschwenken weg von den schon bestehenden Pipelines. Das ist halt ein riesiges Problem. Also eigentlich, da kommen wir dann irgendwie wieder zu der Frage von Russland zurück, ist es irgendwie logisch zu sagen, gut, das ist eine Infrastruktur, die besteht, die sollte aus einer Umweltperspektive weiter genutzt werden, um dann diesen Zeitraum, den man jetzt eben hat, diesen kurzfristigen Zeitraum zu überbrücken, um dann aber auch gezielt mittel- bis langfristig eben in Alternativen dazu zu stecken. Ja, und auch aus der Preisperspektive, weil das ist auch was eben die andere Seite von der Medaille dann ist. Das ist natürlich auch immer schön und gut und wie wir uns dann hier hinstellen können und sagen können, ja, wir fordern jetzt da eine soziale Perspektive drauf, die Preise müssen sinken. Aber wie müssen die Preise denn sinken? Weil es gibt da auch Fallstricke bei dem Ganzen. Es ist immer schön, sich dann hinstellen zu können und zu sagen, ja, wir stellen jetzt hier eben diese Alternative dazu dar. Aber es darf auch nicht bedeuten, dass eben wie jetzt mit der Benzinpreisbremse einfach nur der Staat bei den Mineralölkonzernen dann das einkauft, was dann auf dem Kassenzettel, wenn man jetzt tanken fährt, eben fehlt. Hat ja wohl auch überhaupt nicht funktioniert, ja. Ja, oder nur zu einem gewissen Grad irgendwie funktioniert, weil wenn wir uns das anschauen, ist es auch einfach nur dem Mineralölkonzern jetzt die Profite geben, die sie sonst eben vermissen würden. Und das bedeutet auch gleichzeitig weiterhin eine Stärkung mit den Geldern, die eben sowieso von unserer Klasse eben über Steuern eingetrieben werden. Das ist ja im Endeffekt absurd. Das ist ja einfach dann nur, und das wird dann auch irgendwann wieder zu Steuererhöhungen einfach führen. Das ist ja einfach nur im Endeffekt eine andere Art und Weise, wie ihr und wir dann eben für die ganze Scheiße aufkommen müssen. Und da müssten wir halt es irgendwie schaffen, Kämpfe aufzubauen, die wirklich den Konzern dann eben die Butter vom Brot nehmen und für uns das weiterhin bezahlbar machen. Weil sonst ist es auch einfach nur ein Scheinkampf, in dem wir die Regierung eben auffordern, auf eine andere Art und Weise mit unserer Kohle die Scheiße dann wieder einzukaufen. Ja, und ich denke, das geht auch nur mit der Klimabewegung zusammen. Ein wirklich gesellschaftlicher Kampf, der muss eben auch diese Klimafrage und die Gasfrage verbinden. Weil das sieht man ja gerade an diesem Beispiel, das du jetzt gerade gebracht hast, mit der Subventionierung der Ölprofite der Konzerne. Wenn man also jetzt auf der Straße eine breite gesellschaftliche Bewegung hätte, die sowohl die soziale Frage als auch die Klimafrage miteinander verbindet, dann wäre ja so eine Form von Handhabung vom Staat aus jetzt überhaupt nicht in der Diskussion. Da würde ja ganz klar gesagt werden, nee, das wollen wir nicht. Da würde ja ganz klar gesagt werden, das ist nicht unser Ziel. Und das ist eben das Ding, dass wir halt eben gerade in einer ohnmächtigen Position sind, hängt halt eben auch damit zusammen, dass es so wenig Bewegung gibt. Klar, es gibt jetzt ein paar Streiks in bestimmten Bereichen, wie jetzt in die Hafenstreiks oder hier in NRW, die Streiks im Gesundheitswesen, die eben einzelne Faktoren von dieser Krise probieren abzumildern. Aber was wir doch brauchen, ist diese gesellschaftliche Bewegung auf der Straße, die wahrnehmbar überhaupt erstmal eine Diskussion eröffnet, die nicht nur im Internet stattfindet oder sonst irgendwas, sondern die wirklich es schafft, auch einen gewissen Druck darüber aufzubauen und dann halt auch im besten Fall mit Streiks und mit anderen Formen von materieller Unsicherheit dann für die herrschende Klasse wiederum auch schafft zu verbinden.
Nur dann können wir doch überhaupt erst in eine Situation kommen, dieses ganze Thema, diesen ganzen Themenkomplex, wo wir auch hier so nur stückhaft und nur so ansatzweise drauf antworten können, überhaupt dann Alternativen zu setzen und überhaupt Antworten darauf geben zu können. Ja, und genau daraus ergibt sich ja auch, dass es eben eine gesellschaftliche Frage ist. Und wie wir schon in unserem ersten Punkt festgestellt haben, ist es eine gesellschaftliche Diskussion. Aber unsere Position muss wirklich in dieser Diskussion zu einer wahrnehmbaren Position werden. Es darf nicht einfach nur bei Aufrufen bleiben, bei einem Erinnern daran, dass wir als radikale Linke ja eigentlich hier eine soziale Position einnehmen sollten. Es muss wirklich geschafft werden, daraus eben etwas aufzubauen, was eine Bewegung ist, die eine revolutionäre Position in diese Diskussion tragen kann. Und dafür müssen diese Fragen beantwortet bleiben. Natürlich ist es wichtig, dass wir auch einfach mal ein bisschen eine klarere Sprache sprechen, dass wir eben sagen können, wie Marian hat ja auch einen Aufruf dazu geschrieben, einfach mal wieder sagen können, wir wollen nicht für eure Krise zahlen. Ihr seid dafür verantwortlich. Wir wollen ganz materiell wieder bezahlbar so ein verdammtes Grundbedürfnis wie Wärme in unserem Haus haben. Und wir wollen nicht dafür hungern müssen. Aber wir müssen auch danach liefern. Wir müssen Fragen beantworten wie, was heißt das denn jetzt? Woher soll das Gas kommen? Wenn nicht wir, wer soll denn dafür bezahlen? Und wie bringen wir das eben dann alles auch mit Klimapolitik in Einklang? Wie soll denn diese Infrastrukturwende aussehen? Weil ja, natürlich, wir werden nicht einen Plan ausarbeiten und ihn der Regierung übergeben und die wird das dann irgendwie umsetzen. Das ist ein gottverdammter Kampf. Und die Regierung wird die ganze Zeit versuchen, das, je nachdem, wie stark wir kämpfen werden, mit ihren Interessen in Einklang zu bringen und irgendwelche Reformlösungen anzubieten. So ist es in jedem Kampf. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als diesen Kampf eben zu führen und diese Fragen zu beantworten. Und ja, man kann dann immer sagen, ja, aber es ist doch lächerlich, da jetzt irgendwie einen großen Plan auszuarbeiten. Aber es wäre mal ein gottverdammter Anfang, das überhaupt zu machen. Weil wenn wir nicht diese Antworten dann auf der Straße haben, dann bleibt es eben bei einem vagen Bauchgefühl, das interpretiert werden kann, wie man will. Weil ja, auch die AfD greift auf, oh, ich will aber eigentlich nicht dafür zahlen, irgendwer anders muss dafür zahlen. Und bei denen kommt dann eben heraus, dass dann die Regierung einfach ein bisschen Geld an die Mineralölkonzerne gibt und die das dann eben auf dem Tankzettel merken. Das kann nicht unsere Lösung sein. Wir müssen da wirkliche Lösungen anbieten, die klimafreundlich, international und sozial sind. Ja, und in dem Sinne, wir haben ja schon oft dazu aufgerufen, möchten wir euch noch einmal dazu auffordern, noch einmal dazu motivieren, euch dieser Thematik wirklich auf den unterschiedlichsten Wegen anzunehmen, euch die Straße zu nehmen, euch zu organisieren und aktiv zu werden. Am besten noch vor diesem Winter, weil in diesem Winter, der jetzt kommen wird, werden wir auf jeden Fall breite gesellschaftliche Bewegungen haben. Und umso früher wir als radikale Linke in diesem Sinne aktiv werden, umso intensiver uns wieder mit beschäftigen, umso mehr Materialien wieder zu haben, umso mehr Wege wieder zu haben, umso mehr Antworten wir auch vielleicht schon entwickelt haben, umso effektiver können wir dann auch in diesen Kämpfen ein wichtiger Teil von sein und für unsere Klasse eine ganz wichtige Funktion ausführen. In dem Sinne würde ich auch sagen, nähern wir uns heute dem Ende und freuen uns natürlich wie immer auf die Diskussion mit euch im Livestream. Ihr seid auch herzlich eingeladen, das ganze Projekt hier zu unterstützen, es weiter zu verbreiten. Und falls ihr Teil dieser privilegierteren Linken sein solltet, die das ganze Thema nicht interessiert, dann freuen wir uns immer für ein bisschen Geld für einen richtigen White Trash Podcast wie hier, weil für uns wird es auf jeden Fall ein richtig harter Winter. Wir können eure Kohlen gut gebrauchen, um das hier auch weiter machen zu können, was wir hier machen, und freuen uns immer über einmalige und regelmäßige Spenden zur Professionalisierung und Erhaltung dieses wichtigen Projekts, denken wir. Genau. Zum Abschluss würde ich da einfach nur noch sagen, es bleibt dabei. Die Kämpfe kommen, ob wir sie wollen oder nicht. Die Frage ist, wer wird sie prägen? Glück auf. Glück auf.